Ganz Gallien ist erobert. Ganz Gallien? Nein, nicht ganz Gallien. Da gibt's noch ein Dorf, das immer Widerstand leistet. Ja, und unser Cäsar, der wird langsam richtig sauer und zieht jetzt mit seiner Legion nach Gallien, um da wirklich endgültig die Oberherrschaft zu bekommen und die Gallier zu besiegen. Ja, und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Age of Empires 1. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist und mit mir diese dritte Mission von Ave Cäsar, der Kampagne von Julius Cäsar, diese dritte Mission mit mir zu spielen. Ja, wir schauen jetzt auch gleich mal rein, was uns hier erwartet. Immer wenn Sie der Meinung sind, die Gallier an einem Ort unterworfen zu haben, erheben Sie sich an einem anderen. Trotz unserer vielen Feldzüge scheinen die Gallier entschlossen zu sein, sich der römischen Herrschaft zu widersetzen. Sogar jetzt, in Alesia, während wir Ihre Hauptarmee und Ihren Anführer Vercingetorix eingekesselt haben und Ihr Oppidum belagern, geben Sie nicht auf. Unsere Boten berichten, dass sich gerade jetzt eine gigantische gallische Armee nähert, um die Belagerung von Alesia aufzubrechen. Da nun alle gallischen Krieger an einem Ort konzentriert sind, wird diese Schlacht das Schicksal sowohl von Gallien als auch von Ihnen, Cäsar, entscheiden. Besiegen Sie den gallischen Anführer innerhalb der Siedlung und wir könnten den Kampfgeist der Gallier brechen. Scheitern Sie und wir werden von den Massen an gallischen Kriegern überrannt, die sich außerhalb unseres Lagers sammeln. Ja, diese legendäre Schlacht, Alesia, der Kampf um Alesia und der Anführer Vercingetorix. Diese Namen sind einfach schwierig auszusprechen für mich. Das war eine legendäre Schlacht um Alesia, da erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Wir schauen jetzt einfach mal rein, was uns hier erwartet. Ja, hier gibt es einen Verteidigungswall. Und ganz genau so kenne ich das auch von der Geschichte her. Diese Wall geht rund um Alesia, also ringsherum. Müssen wir jetzt gleich mal schauen, was wir hier alles haben. Ich fahre es mal schnell ab. Wir sind immer wieder einfach wild eingesperrt. Ja, okay. Bisschen Gold, bisschen Stein, alles was man halt so braucht, okay. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt gleich mal an mit der Nahrungsproduktion, mit unseren Arbeiten hier, dass wir noch mehr Arbeit einfach machen können. Ja, jetzt haben wir nicht mal Holz hier. Mit den Ressourcen wird sie wohl ein bisschen knapp werden, so wie es aussieht. Hier ist unser Cäsar auf dem Schlachtbus, ja. Ressourcen haben wir ein bisschen Knappheit. Ich weiß nicht, von wo die Armeen hier kommen. Müssen wir mal schauen. Das wird nicht ohne werden. Also wir versuchen hier natürlich unsere Base jetzt schnellstmöglich aufzubauen. Hier ist überall die Mauer zu. Kommen wir gar nicht in dieses Dorf hinein. Müssen wir selber unsere eigene Mauer wegsprengen. Wie soll das funktionieren? Hä? Aber wir müssen doch... Wir kommen hier gar nicht rein, oder? Nein, wir kommen hier nicht. Ich wüsste nicht wie. Na gut, was soll's. Wir werden jetzt auf alle Fälle ganz schnell anfangen, suchen uns hier einen Wald, damit wir ein bisschen Holz farmen können. Ja, kurzes Update zurück. Wir haben hier die feindliche gallische Armee außerhalb. Die greift hier schon mächtig an, aber wir haben hier alle Hände voll zu tun, hier zu verteidigen. Das wird richtig heftig werden, also wenn die so weitermachen. Zerstören hier meine ganzen Abwehrtürme. Das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und darum müssen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich die ganzen Reiter, die hier eingefallen sind, platt machen. Ich hoffe, das bekommen wir hin. Und die Angriffe hören dann auch bald auf. Ich werde auf alle Fälle hier noch mehr Verteidigungstürme bauen. Denn das ist, denn hier kommen die halt rein, ja, von hier. Da machen wir hier jetzt auf alle Fälle zu mit Türmen, dass hier eine Ruhe ist, weil das können wir natürlich überhaupt nicht brauchen. Das wäre natürlich ganz, ganz schlecht, wenn die hier ständig Radau machen und unsere ganzen Türme hier blätten. Die brauchen wir nämlich mit Sicherheit noch. Zudem müssen wir mal sehen, ich weiß jetzt nicht, wo die angreifen werden, dass wir eventuell hier noch die Mauern dann reparieren. Da schicke ich gleich mal einen Arbeiter hin, wo die ein bisschen angefangen haben, jetzt rum zum Nagen. Ja, und dann machen wir einfach mehr Verteidigungstürme. Ich denke, da kommen ja Reiter und Fußsoldaten. Da sollten Türme eine gute Abwehr bilden. Das, denke ich, wird dann auch reichen. Werden wir auf alle Fälle so machen.
Und so baue ich jetzt mal weiter auf. Hoffe ich, dass ich noch ein bisschen meine Ruhe hier zumindest habe, dass es noch nicht gleich voll abgeht hier, dass wir noch ein bisschen was tun können. Denn ich denke, die Angriffe werden stärker werden. Wir müssen hier schnell vorankommen, auch mit dem Baseball, dass wir gut weiterkommen und einfach schnell ja alles hochziehen können. Denn das wird bald ungemütlich, denke ich mal hier. Ja, die Angriffe gehen weiter. Jetzt kommen sie schon von der anderen Seite. Die sind zum Glück noch nicht so, die ganzen Einheiten. Wir müssen wir auch natürlich Verteidigungstürme bauen, dass wir da noch eine bessere Abwehr haben. Das ist natürlich, es wird schon schwierig, wird spannend werden. Also hier geht es ganz schön zur Sache und ich habe alle Hände voll zu tun, dass ich hier die Abwehr hinbekomme. Das ist gar nicht so einfach. Ich denke, ich werde noch ein paar mobile, sage ich mal, Einsatztruppen hier bauen, dass wir hier schnell einfach mit berittenen Soldaten abwehren können. Denn ja, hier, das ist schon nicht ohne. Also ich muss hier auf alle Fälle schauen, dass die Verteidigung hier aufgebaut wird. Denn die greifen hier richtig mächtig an, von allen Seiten gefühlt. Und wieder zurück. Wir haben hier wirklich von allen Seiten kommen, die stürmen die Gegner hier an. Das ist wirklich krass. Also da haben wir wirklich jede Menge zu tun, um hier irgendwie auch nur die Abwehr zu schaffen. Also das ist wirklich krass hier. Hier geht es richtig ab. Also hier sind wir wirklich, wir müssen wirklich alles geben, dass die hier nicht durchbrechen. Die probieren es wirklich von jeder Seite, von jeder Stelle hier. Also ständig von innen, von außen. Greifen die einfach an und das ist wirklich nicht ohne. Da muss man wirklich schauen, dass wir die Oberhand behalten. Ja, wenn die durchbrechen, ich glaube, dann wird es richtig schwierig. Wobei es einen Punkt geben wird, da müssen wir die dann wirklich auch durchbrechen lassen, denke ich mal. Wir haben das Limit jetzt erreicht von den Einheiten. Und ich denke, ja, wir müssen jetzt langsam auch schauen, dass wir hier, ich weiß noch nicht, wo wir hier angreifen, aber ich denke, mal sehen, wir müssen jetzt schon schauen, dass wir vorwärts kommen. Ich ziehe jetzt mal eine kleine Armee hier zusammen. Ich traue mich gar nicht, hier richtig anzugreifen und ich weiß auch gar nicht, wo ich angreifen soll. Wir müssen ja reinkommen nach Alesia und das Dorf und den Anführer da killen. Aber da würde ich jetzt mal schauen, wie kommen wir überhaupt da rein? Wie schaffen wir überhaupt das? Die müssen erstmal die Mauer durchbrechen. Das haben sie noch nicht geschafft. Ich werde hier aber auf keinen Fall die Mauer reparieren, denn irgendeinen Durchbruch braucht man hier natürlich, ganz klar. Sonst kommen wir hier auch nicht weiter. Mal sehen, wie wir das hinbekommen, wie wir das schaffen. Also wie wir da nach Alesia reinkommen. Ich kann ja nicht meine eigenen Mauern zerstören, denke ich mal zumindest. Wobei vielleicht hier mit einem Katapult, mal sehen, ich weiß es noch nicht. Ja, lass uns mal überraschen, wie das hier weitergeht. Die Verteidigung, denke ich, steht jetzt eigentlich schon. Die machen nicht mehr so viel, die schaffen hier nicht so viel. Von dem her können wir auf alle Fälle vielleicht mal jetzt einen kleinen Angriff zumindest wagen. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Und dann schauen wir mal, ja, wie das sich hier entwickelt. Ich habe hier halt eigentlich nichts. Das ist keine Armee hier. Ja, mal sehen. Vielleicht schaffen wir das mit Verteidigungstürmen hier. Ich weiß es noch nicht, wie wir das machen. Dass wir hier ein bisschen die Gegner hier in Schach halten zumindest. Ja, sind noch nicht so stark, aber sind natürlich dabei, immer stärker zu werden. Und ja, da muss man einfach gucken, wie wir das hinbekommen. Ich weiß es noch nicht so ganz. Diese Armee wird hier nichts ausrichten können, weil ich halt auch jetzt so viel, ja, diese Armee brauche ich eigentlich gar nicht. Oh, hier geht's doch. Die Angriffe hier sind schon, ja, sind heftig. Ziehe ich mal meine Bogenschützen hier ein bisschen rüber. Und dann passt es schon. Bekommen wir die schon platt. Ja. Greift doch einiges an. Ja, muss man noch ein bisschen. Die machen doch einige Türme von mir platt. Immer mehr platt. Mal schauen,
wie wir die Angriffe hier abwehren. Ziehen wir nochmal die Soldaten hier noch runter. Ja, und da müssen wir schauen, dass wir eine schlagkräftige Armee aufbauen und dann angreifen können. Mal sehen, wie wir das hinbekommen. Genau, das Katapult, das wollte ich haben hier. Dann können wir eventuell sehen, vielleicht ein paar Türme hier selbst hinbauen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Gleich ein paar Arbeiter hier mit hoch und setzen einfach ganz frech Verteidigungstürme hier hin. Gucken, dass wir schnell noch hier einen Turm hingezogen bekommen. Dann ziehe ich, glaube ich, meine Arbeiter auch schon ab. Ich denke, das reicht auch. Eventuell noch einen hinstellen. Und dann ist hier eine gute Verteidigung. Sehr, sehr gut. Ich glaube, die trauen sich dann nicht anzugreifen. Und wenn wir eine kleine Armee hier haben, dann stoße ich einfach mal da rein und mähe alles mal nieder. Und so lang dürfen die jetzt wieder ein bisschen Holz hacken. Hab's geschafft, sehr gut. Ja gut, alles klar. Dann sammle ich weiter fleißig und bis gleich. Ja, und ich habe hier ein paar Phalanxe und die sind auch gleich Centurios. Und da werden wir jetzt die ganzen Steinwaffen jetzt platt machen. Die haben schon ganz schön von unseren Turmen hier was wegrasiert. Aber das letzte Katapult, das hole ich mir jetzt auch noch hier. Zack, und dann gehen wir gleich auf die ersten Verteidigungstürme und machen das alles nieder. Ja, jetzt haben wir schon die Gier vom Gegner, den gut geschwächt, würde ich mal sagen. Lass hier gleich noch ein bisschen was nachrücken. Wir können auf alle Fälle, mache ich jetzt hier, muss mal schauen. Hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, das ist wirklich fast wunderbar. Und jetzt gehen wir gleich weiter hier, machen die nächsten Türme platt. Das geht, denke ich, ratzfatz mit den Centurios. So, die hauen doch ganz schön rein, machen ziemlich viel Schaden. Schieben wir gleich mal ein bisschen was nach hier, dass wir das wirklich unter Kontrolle bekommen hier. Ich möchte das ganze Dorf hier ausgelöscht haben. Ich habe wirklich keine Lust, dass die mich dauernd dann nerven und angreifen. Und so, dass wir wenigstens schon mal einen Gegner wenigstens weniger haben. So, jetzt kommt die Armee von hinten hier. Sehr, sehr gut. Wunderbar, so soll es sein. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Jetzt bekommen wir das hin, würde ich sagen. Wunderbar. Gehen wir gleich aufs Dorfzentrum drauf. Das war das letzte Gebäude von der gallischen Armee, den Assyrern. Die haben jetzt auch aufgegeben. Wunderbar, wir sammeln uns jetzt hier an dem Durchbruch, den sie gemacht haben. Das wird ihr eigenes Ende sein. Dort sammeln wir jetzt unsere Armee und dann stürmen wir rein und machen die Roten platt und haben die Mission gewonnen. So, es geht los. Die ersten Legionen, die marschieren hier rein durch den kleinen Durchbruch, dieses kleine Schnupfennest hier. Da geht es jetzt rein. Los, alle. Hopp, hopp, hopp. Wir müssen weiter. Sie passen jetzt. Wieso kommen die hier nicht rein? Aber gut, okay. Werden wir mal sehen. Irgendwie hakt es hier schon wieder. Ich glaube, das ist der da unten. Da müssen wir ein bisschen wegziehen. Okay. Jetzt einfach schauen, dass wir alles reinbekommen. Und dann geht es hier drin ab. Dann werden wir hier drin alles zerstören. Und ja, ich denke, das wird gar nicht so schwer jetzt werden. Das Schlimmste waren die ganzen Angriffe, die wir abwehren mussten. Und ich denke, der Rest ist alles Formsache hier. Hier ist gar nicht so viel Gegenwehr da. Kommen immer wieder mal ein paar Reiter, aber für unsere Centurios, ja, da sind die wirklich keine große Bedrohung. Die schlitzen die einfach auf hier. Und ja, hier ist der General, hier ist Veringotix. Den müssen wir zerstören, den müssen wir niederstrecken. Und ich denke, da fehlt jetzt auch nicht mehr viel. Das geht ziemlich schnell. Wir haben eine gute Armee, wir haben gut ausgebildete Männer, so wie immer, so wie es halt in der römischen Legion war, in der römischen Armee. Die waren wirklich krass drauf früher und so sind wir jetzt auch ausgerüstet. Ich denke, wir stürmen jetzt gleich mal, doch machen jetzt noch kurz die ganzen Verteidigungstürme hier, dass die uns hier nicht nerven. Und dann, ja, das sind doch ein paar. Reißen wir jetzt einfach gleich die Mauer ein hier. Ich habe die Schnauze voll. Und dann
jetzt rein, dann machen wir die jetzt alle platt hier drin. Dann war's das. Und die Mauer sollte nicht allzu lange im Stand halten können. Unsere Armee, auch wenn hier ein Pfeilregen wirklich auf uns zukommt. Gehen wir mal hier, machen wir noch diesen Turm hier platt. Ja. Die Hälfte haben wir schon angerissen. Und gleich geht's rein. Und die letzten Bogenschützen. Ja, dann haben wir es geschafft, Leute. Ich freue mich. Das war wirklich eine coole, abwechslungsreiche Mission. Action geladen, würde ich sagen. Genau, jetzt alle hier reinstürmen. Machen die hier platt. Und reicht doch noch nicht. Dann nochmal ein Stück Mauer hier einreißen. Aber dann geht's dem endlich an den Kragen. Ja, dann war's das so. Und jetzt können wir doch rein, oder? Jetzt gehen die immer noch nicht. Irgendetwas brennt die gar noch. Keine Ahnung, was das ist, warum die das... Ach, das ist nur ein Einzelner wahrscheinlich. So, und jetzt aber, komm, auf geht's. Los, los, reinsturm, jetzt, was ist hier los? Oh Mann, das gibt's doch nicht. Machen wir noch eine Mauer platt. Ist mir völlig wurscht. Wir schaffen das schon. Hier auch noch gereist. Wirklich nur noch Formsache hier. Ne? So, jetzt geht's rund. Und jetzt haue den römischen General hier die Rübe runter. Und das war's. Der ist besiegt. Die Mission ist geschafft. Der zockt ist raus. Schön, dass ihr hier dabei wart. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Mit dem Sieg über Vercingetorix und die Gallier haben sie nahezu 9 Jahre anhaltende Kämpfe beendet. Ganz Gallien wurde in das römische Imperium eingegliedert und einigen Quellen zufolge starben während dieser Zeit Millionen von Feinden. Der bekannte Name Cäsar steht als Synonym für Führungsqualität. Solche Erfolge haben jedoch auch ihren Preis. Feinde in Rom, die eifersüchtig auf ihre Erfolge und ihre Bekanntheit sind und die über die Größe ihrer Armee besorgt sind, haben angefangen, Intrigen gegen sie zu schmieden. Noch dazu wurde das Triumvirat mit Crassus und Pompeius plötzlich beendet, da Crassus im Kampf gegen die Parther starb. Dies bedeutet, dass nun wieder jeder für sich selbst kämpft. Da nun das westliche Europa unter ihrer Kontrolle steht, ist es Zeit, nach Hause zurückzukehren und sich um ihren alten Freund und früheren Verbündeten Pompeius zu kümmern.